geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Digital Sessions der ITEMS, jetzt unter dem Motto Energy Weeks. Und hier heute zum Thema Redispatch 2.0, eines der nächsten herausfordernden Themen für den Energiemarkt. Wir wollen heute eben einmal gucken, was da sich 2021 für die Netzbetreiber so auftut an neuen Herausforderungen und wollen dazu eben zwei Experten hören. Ich möchte ganz gerne am Anfang einmal ganz kurz auf Organisatorisches eingehen. Wie immer werden die Meetings aufgezeichnet. Wir stellen im Nachgang auch ein Video auf einem geschützten YouTube-Kanal zur Verfügung und es können auch Fragen gestellt werden. Über den Chat, über die Chat-Funktion können Sie Fragen stellen. Wir würden die im Nachgang dann zu den Vorträgen hier beantworten und auch darauf eingehen. Ich denke, das war erstmal so das Wesentliche. Die Digital Sessions haben seit April eine schöne Tradition in diesem Jahr. Wir haben unser Itemsforum nach Beschlussfassung ob der Pandemiesituation dann ins Digitale verlegt und haben uns da eine sehr große Aufmerksamkeit erfreuen können. Das war sehr schön zwischen April und Juli und haben dann weitergemacht von Juli bis September mit den LoRa Weeks mit sehr großem Erfolg und freuen uns jetzt eben auf 6 Sessions bis zum 15.12. jeweils am Dienstag 15 bis 16 Uhr zu den unterschiedlichsten Themen. Und heute eben zum Thema Redispatch 2.0. Was erwartet die Energiewirtschaft? Und da freue ich mich heute einmal Herrn Carsten Saldenholz von der Consolectra Unternehmensberatung GmbH als Referenten zu begrüßen und den Herrn Marc Drube. Ganz kurz zu Herrn Saldenholz. Er ist seit 11 Jahren Projektleiter bei der Consolectra und seine Aufgabengebiete sind die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen in IT-Systemen. Und darauf aufbauend begleitet er die Ausschreibung, Einführung von IT-Systemen für alle Marktrollen mit Schwerpunkt Netz- und Messstellenbetrieb. Und Herr Marc Drube ist seit 2011 Senior-Berater im Bereich Billing, ISU, bei der ITEMS und seine Schwerpunkte liegen im Einspeisebereich Abrechnung, Reporting, gesetzliche Anpassung sowie Migrationsprojekte. Dann freue ich mich auf den ersten Teil, vorgetragen durch Herrn Saldenholz. Und Herr Saldenholz, Feuer frei. Herr Müller, vielen Dank für die Anmoderation, vielen Dank auch für die Vorstellung. Herzlich willkommen. Ich möchte Sie heute einführen einmal das Thema Redispatch 2.0. Was sind die Hintergründe und Auswirkungen eigentlich auf den Energiemarkt? So, jetzt muss ich einmal starten. Das heißt, ich würde Sie einmal über die Motivation und den gesetzlichen Hintergrund in Kenntnis setzen. Was bedeutet das eigentlich? Wie funktioniert dann letztendlich Redispatch 2.0? Wie sind denn die Netzbetreiber an der einen oder anderen Stelle betroffen zu dem Thema? Und wie sehen die Prozesse im Detail aus? Seien Sie unbesorgt, ich werde Sie jetzt nicht mit den letzten Stufen der Prozesse unterhalten, sondern zwei ausgewählte Prozesse detaillierter vorstellen, bevor Herr Drube dann zum Abschluss die Abrechnungsthematik des Redispatch Ihnen näher erläutern würde. Ich würde ein Zwischenfazit bringen an dieser Stelle mit dem Fokus auf Abruf und Prognose in dem Sinne. So starte ich dann zur Motivation und zum gesetzlichen Hintergrund. Sie sehen hier eine Übersicht aus dem Jahr 2019, wie sich eigentlich die Kosten für das Engpassmanagement bei der Bundesnetzagentur aus den Maßnahmen Einspeisemanagement und Redispatch inklusive Netzreserve ergeben haben. Und da sei angemerkt, dass der gelbe und der grüne Balken, das sind die entscheidenden Kostentreiber zurzeit, um im Netzbetrieb die Stabilität und die Systemsicherheit zu gewährleisten. Das heißt, die Netzbetreiber greifen ein, regeln Anlagen ab nach gewissen Regeln und die werden vergütet und die Kosten sind immens. Und der Gesetzgeber hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Änderung dieses Regimes, das Engpassmanagement und den Einspeisevorrang für EEG-Anlagen
so anzupassen, dass wir die Kosten in Summe senken können. Was heißt Engpassmanagement? Was heißt Einspeisemanagement an dieser Stelle? Das Einspeisemanagement ist eine Netzsicherheitsmaßnahme. Das heißt, wenn wir Engpässe im Netz haben, auf die gehe ich gleich noch ein, dann kann man mithilfe des Einspeisemanagements die Erzeugung vor einem Engpass oder auch hinter einem Engpass regeln. Das heißt, wir können Anlagen vorübergehend abregeln vor einem Engpass und hinter einem Engpass hochfahren, sodass wir trotzdem die Transportaufgabe sicherstellen können und dabei nicht die Betriebsmittel überlasten. Wenn wir nicht mit den konventionellen Maßnahmen zurechtkommen, dann können wir mit dem Einspeisemanagement agieren. Auf der nächsten Seite sehen Sie eigentlich, was das Redispatch bedeutet. Das ist für mich genau der Punkt, wo ich eben sagte, vor dem Engpass, nach dem Engpass. Wir haben die Möglichkeit, vorbeugend einzugreifen, wenn wir in unserer Netzplanung erkennen, dass wir eine Leistung, eine Trasse überlastet haben, sodass wir die Leistung beispielsweise im oberen Bereich, im nördlichen Bereich reduzieren können und im südlichen Bereich hochfahren können. So können wir verhindern, dass die Leitung oder der Transformator kritisch überlastet wird. So viel kurz zum technischen Hintergrund. Was heißt denn das eigentlich, wenn wir Richtung Redispatch denken und sagen, wir wollen das Einspeisemanagement und das Redispatch neu regeln? Es gab das NABEC, das Netzausbaubeschleunigungsgesetz, das die Paragraphen 13, 13a und 14 in ENWG neu geregelt hat. Das heißt, das bisher bekannte Einspeisemanagement für EEG und KWK-Anlagen, das wird jetzt integriert in den Redispatch-Prozess. Das Einspeisemanagement galt vorher nur für konventionelle Anlagen und Speicher und die Erneuerbaren waren von dem ausgenommen. Jetzt haben wir das Ziel, dass wir das Engpassmanagement netzübergreifend optimieren wollen. Wir wollen vor allem die Kosten senken und den bilanziellen Ausgleich für alle Engpassmaßnahmen in eine Hand überführen. Das hat zur Folge, dass wir nicht mehr auf einem Ist-Wert-basierten Prozess unterwegs sind, sondern zu einem Planwert-basierten Prozess übersteigen. Müssen Sie sich jetzt vorstellen, das Einspeisemanagement war bislang so geregelt, wenn die Erkenntnis war im Netz, dass wir zu einer Überlastung kommen, wird kurzfristig eingegriffen. Nun wollen wir aber vorausschauend agieren und prognostizieren, wo etwas passiert und im Vorfeld bereits die Anlagen geplant ausregeln. Die Zielsetzung für den Redispatch ist bis Oktober 2021, also im nächsten Jahr. Das wird spannend, inwieweit das alles umgesetzt werden kann. Wie sieht das aus zukünftig? Sie sehen hier eine etwas rote, bunte Folie. Das durchgestrichene sind die alten Regelungen und das fett markierte rote sind die Neuregelungen. Wir haben hier einmal das Engpassmanagement nach Paragraph 13 ENWG. Zunächst sind die Netzbetreiber gehalten, sowohl die ÜNB als auch die VNB. Auf der rechten Seite sehen Sie mal, wer der Verantwortliche ist, die Topologien anzupassen, also netzbezogene Maßnahmen. Sprich, Schaltungen durchzuführen, Trafostufungen oder ähnliches, sodass wir da von ausgehen können, dass das Netz nicht überlastet ist. Wenn das nicht reicht an der Stelle, dann gibt es die marktbezogenen Maßnahmen, die in Paragraph 13.1 Nummer 2 geregelt sind. Dazu gehört der Einsatz von Regelenergie, die vertraglich zu- und abschaltbaren Lasten. Das ist alles im Wesentlichen noch im Hoheitsbereich des Übertragungsnetzbetreibers. Auch das Countertrading, das ist das regelzonenübergreifende Handeln. Das heißt, wenn zwischen 50 Hertz und Tenet beispielsweise oder zwischen Transnet und Amprion an irgendeiner Stelle Engpässe entstehen, dann können die durch gegenseitiges Handeln versuchen, den Engpass zu beseitigen. Und dann kommt auch schon das Thema Redispatch 2.0, vor allem als Redispatch, waren früher die Anlagen größer 10 MW im Redispatch-Regime. Und zwar konventionell, so gilt es in Zukunft für alle Anlagen. Erneuerbare fluktuierende Einspeisung größer 100 kW. Das heißt, die Menge der Anlagen wird sich deutlich verändern und die VNB sind betroffen davon. Das heißt, sie sind auch mit eingebunden in das Redispatch. Im Gegenzug dafür wird das unter Schritt 3 das Einspeisemanagement mit der Entschädigung vollständig gestrichen. Dann gibt es noch ein Redispatch zur Mobilisierung der Netzreserve. Das ist ausschließlich eine Stabilitätsmaßnahme des ÜNB. Das heißt, auch der vierte und letzte Schritt, die Notfallmaßnahmen, sind Aufgaben des ÜNB zur Systemsicherheit. Da hat der VNB
keine Steuerungsmöglichkeiten, nur der ÖNB ist an dieser Stelle verpflichtet dazu, das Netz stabil zu halten. Wie sieht das jetzt aus, das Einspeisemanagement heute und das Redispatch quasi morgen? Wir haben in der oberen Zeile grau hinterlegt das Einspeisemanagement heute. Das heißt, wir haben eine Engpassdetektion, die ÖNB wählen die Anlagen aus, die geeignet sind, um diese Engpässe zu überwinden. Sie organisieren den Abruf, sie regeln die Anlagen runter und sie rechnen und vergüten hinterher die ausgefallenen Energiemengen. So ist die Welt heute. Das verursacht durch die Vergütung erhebliche Kosten. Mit dem neuen Redispatch-Prozess ab nächsten Jahr steigt die Komplexität für die Marktakteure. Das heißt, im Vorfeld, da wir von einem Ist-Wert-basierten Verfahren, was wir im oberen Teil haben, zu einem Planwert-basierten Verfahren kommen, müssen wir zunächst einmal die Prognose- und Planungsdaten austauschen. Das heißt, wir müssen die Stammdaten feststellen, welche Anlagen gehören dazu, wo sind die in welchem Netz und wie kann ich die überhaupt abregeln, wann sind die verfügbar in dem Sinne. Auf Basis dieser Daten wird für jeden Netzbetreiber eine Netzzustandsanalyse erforderlich. Inwieweit er sie selber durchführen muss oder ein Vorgelagerter das macht, sei an dieser Stelle erstmal dahingestellt. Aber das ist eine Frage, die wir noch klären werden im Folgenden. Dann, wenn wir feststellen, es entsteht ein Engpass an der einen Stelle, müssen die Maßnahmen dimensioniert werden. Das heißt, was tun wir? Wie viel regeln wir runter? Welche Anlagen sind betroffen? Welche Anlagen fahren wir hoch? Und dann gibt es einen sogenannten Netzbetreiber-Koordinationsprozess. Also, welche Anlagen, wie koordinieren sich die Netzbetreiber, zu welchen Anlagen, auf welche Anlagen zurückgegriffen werden? Und dann kommt der finanzielle Ausgleich. Das heißt, es muss ein Redispatch-Bilanzkreis eingeführt werden und bewirtschaftet werden. Bilanzieller Ausgleich in dem Sinne, dass wir im Vorfeld bereits für die geplanten Werte Mengen am Handelsmarkt beschaffen können, die den betroffenen Anlagenbetreiber in die Bilanzkreise gebucht werden, wenn sie denn abgeregelt werden, sodass für sie kein energetischer Verlust entsteht. Sie werden auch finanziell ausgeglichen. Das gilt aber nur für Anlagen, die fluktuierend eingespeist werden. Da gibt es unterschiedliche Modelle, auf die gehe ich im Nachgang noch ein. Abschließend kommt dann der Abruf der Anlagen. Das heißt, der anweisende, der Anschlussnetzbetreiber fordert den Anlagenbetreiber auf, die Anlage runterzuregeln und entsprechend weniger einzuspeisen. Dann folgt die Bilanzierung. Dazu wurde die MABIS erweitert um ein Kapitel 17, in der Austausch der Ausfallarbeitszeitreihen und Überführungszeitreihen und so weiter geregelt ist. Und abschließend gibt es unterschiedliche Abrechnungsverfahren, wie das Redispatch abgerechnet wird. Da wird Herr Drube über kommentieren. Wird Sie informieren. Ich muss ja gerade sehen, dass der Chat ist eingeblendet. Okay, Herr Sommer hat gesagt, Sie dürfen Fragen stellen. Da warten wir mal weiter ab. Okay, dann würde ich hierüber schließen. Das heißt, wir haben erstmal eine große Komplexität, eine zunehmende Komplexität im Prozess gegenüber dem heutigen Verfahren und es werden auch mehr Akteure eingebunden sein. Wie sieht das Ganze dann weiter aus? Moment. Ah ja, bevor ich da weiter ins Detail einsteige, will ich noch einmal die Einordnung der Branchenaktivitäten näher bringen. Das heißt, wir haben, um dieses ganze Verfahren zu erarbeiten und die Prozesse zu detaillieren und auszuarbeiten, gibt es zwei Hauptaktivitäten und zwei Strömungen. Das eine Mal ist das Thema BDEW im Redispatch 2.0. Da fokussiert der Bundesverband auf die Definition der Prozesse und Datenaustausche. Sie kennen vermutlich alle die ein oder anderen Kommentierungen und Textentwürfe, wie eigentlich der Prozess aussehen soll, wie die Koordinierung stattfinden soll, wie die Abrechnung, die Bilanzierung, welcher Datenbedarf dahinter steht. Und parallel dazu gibt es ein Netzbetreiberprojekt. Das nennt sich Connect Plus. Und im Connect Plus geht es um eine Teilmenge der Netzbetreiber, die sich da engagiert haben. Die wollen eine technische Lösung liefern. Die zentrale Datenverteilung soll über einen einheitlichen Datenweg, so heißt es so schön, realisiert werden. Und da ist in Diskussion tatsächlich eine Plattform zu schaffen, über die man kommunizieren muss. Und an der Stelle sei von uns aus angemerkt, dass das ja eher eine Idee ist, über die die einzelnen Netzbetreiber diskutieren, die aber nicht gesetzlich verordnet werden kann, dass man genau eine technologische Lösung wählt, die vorgeschrieben ist. Und so ist so die Frage, inwieweit das, was aus dem Connect Plus Projekt erarbeitet wird, wir sind jetzt momentan glaube ich die Phase in der Lastenheftphase, um eine Plattform auszuschreiben, ob diese verpflichtend wird für die einzelnen Netzbetreiber.
Das ist aus unserer Sicht noch nicht so ganz vorstellbar, dass hier vom Markt aus vorgeschrieben wird, mit welchen IT-Systemen gearbeitet werden soll. Vielmehr ist es eher die Frage, welche Prozesse und welcher Datenbedarf entstehen, und das würde beim BDEW-Projekt erarbeitet werden. Aus diesen ganzen Branchenaktivitäten hat sich die Bundesnetzagentur zu einem Festlegungsverfahren, ich will mal sagen, hinreißen lassen. Nein, sie legen zu Redispatch gibt es das klassische Verfahren, wo jetzt auch seit letzter Woche in der Beschlusskammer 6 der bilanzielle Ausgleich definiert wurde. Das ist BK6 2059, da gibt es drei Anlagen zu. Das definiert einmal die Bilanzierungsmodelle und wie die Ausfallarbeit bestimmt wird, nach welchen Regeln, wie die Kommunikationsprozesse im Redispatch sein sollen, in der engen Anlehnung auch an die bestehenden Beschlüsse zur GPKE und die Änderungen in der MABIS. Das hatte ich eben schon gesagt, Kapitel 17 ist neu, wie die neue Bilanzierung funktioniert. Da gibt es eben genau die detaillierten Prozessbeschreibungen zu den Prognose- und Planungsdaten. Sie können das sehen. Dann gibt es in der Mitte die BK6 2060. Das ist eben das Festlegungsverfahren zur Netzbetreiberkoordinierung. Da gibt es auch einen Entwurf von der Bundesnetzagentur, der momentan zur Konsultation steht, der umfasst 8 Seiten. Das andere sind mehrere hundert Seiten über die Prozessbeschreibung. Hier haben wir das Thema, wie die Netzbetreiberkoordinierung vielleicht auch in Anlehnung an Connect Plus entstehen soll. Da gibt es noch keinen Beschluss. Und die Informationsbereitstellung, also wie genau die Datenlieferungspflichten zwischen Anlagenbetreiber und Anschlussnetzbetreiber geregelt sind, die sind im Beschluss 62061 festgelegt. Der ist aber Stand heute auch noch nicht verabschiedet. Da gibt es momentan einen aktuellen Diskussionsstand vom 12.08.2020. Wo sind wir in dem ganzen Verfahren? Das hatte ich eben gerade gesagt, das Festlegungsverfahren. Also, wir haben gesagt, es gibt 4 Phasen zur Unterteilung. Das erste ist erstmal die fachliche Ausgestaltung, die lief bis vor einem Jahr in etwa, noch vor Corona-Zeit. Die Ausgestaltung der Marktprozesse, die lief jetzt bis Q3 2020, also bis Ende September, sollten die Marktprozesse ausgestaltet werden und die Festlegung abgeschlossen werden. Das ist nicht ganz geglückt, sondern das ist jetzt halt mit gut einem Monat Verspätung das erste Festlegungsverfahren abgeschlossen. Die anderen Thematiken, hatte ich eben erwähnt, laufen noch. Die Datenformate werden dann bis Q1 2021 festgelegt. Und der Wunsch des Gesetzgebers und Regulierers ist, die Implementierung in den Unternehmen bis 2021 umzusetzen. Vor dem Hintergrund dieser komplexen Aufgabenstellung ist das eine herausfordernde Aufgabe an dieser Stelle. Wir befinden uns heute hier genau zwischen der Ausgestaltung der Marktprozesse und der Ausgestaltung der Datenformate. Redispatch, hatte ich schon mehrfach gesagt, vereinfacht nicht unbedingt die Energiewelt, sondern wir haben auch ein neues Rollenmodell, was wir hier schaffen. Denn wir schaffen unterschiedliche Rollen auf der Netzbetreiber- und der bilanzkreisverantwortlichen Seite. Es gibt in Zukunft den betroffenen Netzbetreiber, den anweisenden, den anfordernden Netzbetreiber. Und es kann auch sein, dass der anfordernde und der anweisende Netzbetreiber auch gleichzeitig der Anschlussnetzbetreiber ist, nämlich in dem Falle, wenn der Engpass im eigenen Netzgebiet stattfindet. Sonst differenziert das immer zwischen demjenigen, der den Engpass feststellt und demjenigen, der den Engpass zu beheben hat. Das heißt, der anweisende Netzbetreiber ist derjenige, der den Betreiber der technischen Ressource anweist, etwas zu tun oder selber tut. Und das passiert meistens in seinem Netzgebiet, weil er der Anschlussnetzbetreiber ist. Und der anfordernde Netzbetreiber ist derjenige, der betroffen ist, also der den Engpass in der Tat hat und das Problem lösen möchte. Betroffen sind in dem Fall dann alle, die was mit der Engpassbehebung zu tun haben. Das Gleiche gilt auch für den Bilanzkreisverantwortlichen, denn für den bilanziellen Ausgleich müssen Mengen, Redispatch-Mengen besorgt werden und in die einzelnen Bilanzkreise gebucht werden. Ich will da nicht weiter im Detail eingehen, dass wir hier auch noch den EEG-Bilanzkreis haben und so weiter. Wir haben auf jeden Fall eine weitere Differenzierung der Rollen. Jetzt ist ja das Spannende, wenn wir von anfordernden und anweisenden Netzbetreiber sprechen, was trifft denn auf Sie eigentlich zu? Und wir haben eigentlich so drei Hauptkategorien identifiziert und in Abhängigkeit der Betroffenheit muss man auch sagen, welche Prozesse sind denn überhaupt für einen einzelnen Netzbetreiber zukünftig umzusetzen, wenn er nicht Übertragungsnetzbetreiber ist?
Wir sagen einmal, wir haben die Kategorie 1, das wäre der Verteilnetzbetreiber, der eigene Engpässe hat und auch noch angefordert wird, Engpässe zu beheben durch den vorgelagerten Netzbetreiber. Wir haben die Kategorie 2, das sind in der Regel Verteilnetzbetreiber ohne eigene Engpässe, die differenzieren wir noch in 2a und 2b. Allerdings erhalten beide die Aufforderung vom vorgelagerten Netzbetreiber, den Engpass durch Maßnahmen zu beheben. Und in der Variante 2a haben wir noch den Cluster nennen. Das heißt, er kann einzelne Anlagen zusammenfassen in seinem Gebiet und ist dementsprechend derjenige, der auch verantwortlich ist für die Aufteilung, wie die Redispatch-Mengen bereitgestellt werden. Beim zweiten Verteilnetzbetreiber wird nicht geclustert. Der ist dementsprechend dann nur der anweisende Netzbetreiber. Und der dritte, und das wird vermutlich auf eine große Anzahl der Netzbetreiber zutreffen im Bundesgebiet, der hat keine eigenen Engpässe und der wird auch keine Anforderungen vom vorgelagerten Netzbetreiber behalten. Dennoch muss der in Zukunft Prozesse umsetzen. Soweit zur Kategorisierung. Prozesse hatte ich eben vorgestellt. Es fängt vom Prognose- und Planungsdatenmanagement an und endet in der Abrechnung. Und wenn wir in der Variante 1 sind, in der Kategorisierung, dann muss der umfassende Redispatch-Prozess umgesetzt werden. Spannend ist es dann, wenn wir in der Variante 2 gucken, dass wir beim bilanziellen Ausgleich dann den Netzbetreiber haben, der dann zusätzlich den Redispatch-Bilanzkreis aktiv bewirtschaften muss. Das ist in der Variante 2b ohne Clusterung nicht erforderlich. Da findet der bilanzielle Ausgleich durch den anfordernden Netzbetreiber statt. Ich möchte vermeiden, Ihnen jetzt zu jedem Schritt das Detail zu erläutern. Ich möchte auf zwei im Wesentlichen hinweisen. Das ist einmal der bilanzielle Ausgleich, zwei Prozessschritte und einmal den Abruffall. Und zwar im ersten Fall, den bilanziellen Ausgleich ist relevant für einen Drohbegleich, um nochmal die Abrechnungsspezialitäten darzustellen. Ich will hier nur kurz einleiten, wir haben einen Planwert und ein Prognosemodell. Es gibt also die Möglichkeit, dass Anlagenverantwortliche, das ist dieser EIV, der Anlagenbetreiber, der Einsatzverantwortliche, die Erzeugungsprognose selber macht oder eben nicht dafür ausgestattet ist, dann ist der Netzbetreiber dafür zuständig. Das wäre der Fall ganz rechts. Wenn der Einsatzverantwortliche die Erzeugungsprognose selber macht, dann haben wir eine Differenzierung nach konventionellen Kraftwerken und erneuerbaren Einlagen mit nicht fluktuierender Einspeisung und den erneuerbaren Einlagen mit fluktuierender Einspeisung, also Wind und Solar. Und für die ist es entscheidend, dass wir im Planwertmodell oder bei der eigenen Erzeugungsprognose den Redispatch-Bedarf planen und diese Planmengen im Vorfeld mit einem Fahrplan in den Bilanzkreis gebucht bekommen. Beim konventionellen Redispatch passiert das genauso. Da findet aber kein Ausgleich der Prognoseungenauigkeiten oder der Schwankungen aus der fluktuierenden Erzeugung statt. Das findet nur in der mittleren Säule im Planwertmodell statt. Das heißt, hier wird zu Ausgleichsenergiepreisen der Ausgleich, die Ausfallarbeit gesondert vergütet, wenn wir Abweichungen vom Planwert haben. Im Prognosemodell ganz rechts findet im Vorfeld kein direkter bilanzieller Ausgleich statt. Da erstellt der Netzbetreiber eine FC Redispatch, also eine Forecast-Kurve, ähnlich zur FC Cons und FC Prod des Lieferanten. Und der bilanzielle Ausgleich der energetischen Mengen findet im Anschluss an die Bilanzkreisabrechnung statt, mit der Bilanzkreisabrechnung statt. Und es ist auch keine Ausgleichszahlung von Schwankungen notwendig, da wir ja eine Ex-Post-Betrachtung haben und wir im Vorfeld auch keine Handelsgeschäfte austauschen. Die Mengen muss der Netzbetreiber dennoch in irgendeiner Form für den Anlagenbetreiber bereitstellen. Wir haben dann im Abruffall nochmal die Spezialität, dass wir den Aufforderungsfall haben oder den Duldungsfall an dieser Stelle. Das heißt, der anfordernde Netzbetreiber, der vorgelagerte, weist einen Anruf beim anweisenden Netzbetreiber, in dem Falle denjenigen Netzbetreiber, in dem die Anlage im Netzgebiet ist, an. Der leitet diese Abrufanforderung an den Einsatzverantwortlichen weiter und der steuert die technische Ressource, seinen eigenen Windpark oder seinen eigenen Solarpark und regelt ihn entsprechend ab. Dann hätten wir eben für das Planwertmodell den Ausgleichsfahrplan per Handelsgeschäft im Ex-ante-Fall und im Prognosemodell den Prognosefahrplan, das habe ich gerade erläutert.
Das gilt für beide. Also Sie können sowohl den Aufforderungsfall als auch den Duldungsfall im Planwert oder im Prognosemodell haben. Im Duldungsfall ist so die Steuerhoheit der technischen Anlage auf den anweisenden Netzbetreiber übertragen und der Einsatzverantwortliche wird lediglich informiert darüber, dass die Redispatch-Maßnahme stattfindet. Die Steuerung liegt dann im Verantwortungsbereich des anweisenden Netzbetreibers und hier wird spannend. Da ist Markt häufiger entweder die Fernwirktechnik im Einsatz, die Rundsteuertechnik an dieser Stelle eigentlich nicht geeignet und auch nicht gewünscht, weil sie nicht die Rückmeldung bekommen, ob das Steuersignal tatsächlich eingegangen ist, sondern es wird hier eher auch im Sinne der Marktanalyse vom BSI oder auch von der Bundesnetzagentur die Idee verfolgt, vielleicht doch das Smart Meter Gateway einzusetzen, also das mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende geforderte intelligente Messsystem, dass wir über das Smart Meter Gateway die Möglichkeiten haben, auch zur Steuerung. Und das ist, finde ich, ein spannender Teil. So verknüpfen sich die Aktivitäten aus dem Smart Metering mit den Aktivitäten zur Netzführung und Netzsteuerung, so wie der Gesetzgeber sich das irgendwann mal vor einigen Jahren vorgestellt hat. Denn wir haben jetzt, und das ist die Marktanalyse, die Anfang des Jahres, kurz nach der E-World, herausgekommen ist, die Einschätzung des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wie weit sind denn eigentlich unsere Smart Meter Gateways? Und ich würde sagen, mit dem ersten Software-Update, das erkennt man hier aus dieser Marktanalyse, sind diese neuen Anwendungsfälle, ist Einspeisung von Erzeugungsanlagen, der TAF 9 und der TAF 10, möglich, allerdings muss erst das Update durchgeführt werden. Und das ist mit den G1-Geräten ohne Update noch nicht umsetzbar. Ich weiß, dass die PPC-Gateways zurzeit erfolgreich rezertifiziert wurden und das über diese Geräte geht. Ich bin sicher, dass die anderen Hersteller in Kürze folgen werden. Das EEG mit seiner Änderung wird auch in diese Richtung tendieren und sagen, die Smart Meter Gateways werden zukünftig eingesetzt werden, auch für die Steuerungseinheiten. Und ich bin gespannt, wann denn die Marktanalyse, die Aktualisierung erfolgt. Die Bundesnetzagentur bzw. das BSI hat angekündigt, spätestens bis zum 30.10. dieses Jahres zu machen. Wir haben heute den 10.11. Da brauchen wir nicht so kleinlich sein, aber mal gucken, ob sie das noch im Sinne der Corona-Zeit hier in Kürze noch vor Weihnachten realisieren können. Das heißt, bevor ich gleich an Herrn Drube übergebe, gehe ich zu meinem Fazit. Das Redispatch erhöht deutlich die Komplexität im Markt. Das ist vor allem für die Marktkommunikation und Bilanzierung, aber auch im Vorfeld für die Prognose und die Abstimmung. Mit dem Einsatz von Smart Meter Gateways können in ausgewählten Anwendungsfällen vielleicht die Anlagen leichter gesteuert werden, vor allem die nicht fernwirktechnisch angebundenen sind. Wir können über die Netzzustände informiert werden, sofern das erste Software-Update in den Gateways erforderlich ist. Und der andere Vorteil ist, wenn wir da schon ein intelligentes Messsystem haben, erhalten wir direkt abrechnungsfähige Messwerte und Lastgänge für die Bilanzierung und Abrechnung. Das heißt, wenn man das im Hinterkopf behält und seinen aktuellen Rollout-Plan sich überlegt, dann kann es sein, dass wir nochmal überlegen sollten, ob wir dann jetzt schon nicht den Rollout von intelligenten Messsystemen auch für weitere Anlagen, die im Redispatch eingesetzt werden können, vorantreiben wollen und ob dazu die Rollout-Strategie eigentlich tatsächlich passt. So viel zunächst mal von mir. Ich hoffe nicht, dass ich das zu schnell durchgerattert habe. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, Herr Drube, 15:30 Uhr, versuche ich mal, Ihnen den Monitor zu übergeben. Ja, prima, Herr Saldenholz. Danke für den ja sehr schnellen Ritt. Das ist nicht negativ gemeint durch das hochkomplexe Thema. Ich hätte vielleicht eine ganz kurze Frage, und zwar, Sie hatten es im letzten Satz mehr oder weniger angesprochen, der Rollout und vielleicht auch beeinflussende Faktoren, die zusätzlichen Anforderungen jetzt durch den Redispatch 2.0 an die intelligenten Messsysteme. Stellt das für Sie eine Hürde in dem geplanten und jetzt anstehenden Rollout für intelligente Messsysteme dar? Ich würde das nicht als Hürde bezeichnen. Zunächst mal ist so die Frage, ist der Markt ja davon ausgegangen, dass man mit den G1-Geräten noch nicht so viel leisten kann. Jetzt kriegen wir aber beim Software-Update vermutlich Funktionalitäten hin,
die neue Anwendungsfälle ermöglichen. Und vor dem Hintergrund müssen wir halt vielleicht die Rollout-Strategien etwas feiner justieren und sagen, vielleicht schießen wir jetzt nicht erstmal auf die Anschlussnutzer, sondern vielleicht gucken wir so auf diesen optionalen Teiler der Einspeiseanlagen an und schauen, wie wir mit denen nicht auch noch für den Einsatz im Redispatch unterwegs sein können. Und ich hätte, wenn ich noch darf, hier gleich eine Frage aus dem Kreis der Teilnehmer. Da fragt ein Teilnehmer, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Redispatch-Bilanzkreise nur für spezielle VNBs notwendig, oder? Das ist eine gute Frage. Ich würde dazu einmal kurz zurückspringen. Da war sie. Wir haben eigentlich gesagt, die Bewirtschaftung des Redispatch-Bilanzkreises ist eigentlich nur dann erforderlich, wenn Sie eigene Engpässe haben oder halt ein Cluster bilden. In dem Sinne, Sie nur die eigene Erkenntnis haben, welche Anlagen Sie wie eigentlich steuern wollen. Für die anderen Fälle ist der Redispatch-Bilanzkreis nicht zwingend erforderlich. Dadurch, dass es aber jederzeit sein kann, dass Sie angefordert werden, und zwar von Variante 3 in Variante 2, da Sie das ganze Planungs- und Prognosedatenmanagement mitmachen, kann es hilfreich sein, einen Bilanzkreis zu beantragen, aber eine wirkliche Bewirtschaftung findet in dem Moment nicht statt. Aber die aktive Bewirtschaftung des Bilanzkreises ist in jedem Fall in Variante 1 und 2a gegeben. Also als clusternder Netzbetreiber ohne Engpässe oder mit eigenen Engpässen. Für alle anderen ist das zunächst nach derzeitiger Einschätzung nicht erforderlich. Okay. Und eine letzte Frage für Ihren Teil des Vortrags. Wie ist das mit TLS und der stufenlosen Regelung? Jetzt müssen wir mit wem? DLS? CLS. Ach, okay. Naja, also die CLS-Schnittstelle in den Gateways ist hilfreich, um da die Steuerbefehle auch mit zu übertragen. So, eine stufenlose Regelung würde ja seit momentan werden die Windparks, soweit ich es verstanden habe, immer so in einzelnen Stufen runter geregelt. Und wenn wir hier ein Planwertmodell ansetzen, werden wir vermutlich ja auch da Stufen nutzen und vielleicht auch eine stufenlose Regelung einsetzen. Also die CLS-Schnittstelle kann genau für diese Anwendungsfälle genutzt werden. Prima. Ja? Noch Okay, Fragen? dann, wenn es Fragen gibt, gerne Fragen und wir werden die dann hier auch im Nachgang von Herrn Drobes Vortrag, zu dem ich ja jetzt nochmal Herrn Drobe begrüße, dann auch stellen. Marc, deine Bühne. Sind Sie schon Ja, vielen Dank. Moderator? Verzeihung. Genau. So, jetzt müssen Sie mich hören und auch meine Präsentation sehen. Perfekt. Sehr schön. Ja, dann vielen Dank an die Anmoderation, vielen Dank an Herrn Seidenholz für den Vortrag bis hierhin. Mein Part ist jetzt ein bisschen pragmatischeren Ansatz, und zwar das Thema Ausfallarbeit. Was ist das? Wie wird sie berechnet und wie wird sie am Ende abgerechnet? Ich denke, dieser Part ist ganz interessant, mindestens für Netzbetreiber, vielleicht aber auch für Hobby-Mathematiker oder Grafikfetischisten, wie auch immer. Schauen wir mal. Als kleine Überleitung vom Vortrag von Herrn Saltenholz hier nochmal die Grafik, die er eben schon erläutert hat. Im Prinzip werden hier, ich mache gerade mal den Laserpointer an, funktioniert nicht, nehme ich die Maus. Im Prinzip werden hier nochmal die Bilanzierungsmodelle dargestellt. Herr Seidenholz hat es kurz angesprochen. In einer Konstellation hat das auch Auswirkungen auf die Abrechnung der Ausfallarbeit. Und zwar hier unten in dem Bereich der Ausgleich der energetischen Differenzen. Also ich greife ein bisschen vorweg. Ausfallarbeit ist ja die Differenz zwischen der theoretischen Einspeisung und der tatsächlichen Einspeisung. Also das, was die Redispatch-Maßnahme im Prinzip runtergeschraubt hat. Diese Differenz muss einmal energetisch, also im Bilanzkreis, ausgeglichen werden und einmal monetär, ja, eben für die Ausfälle, die der Anlagenbetreiber monetär hatte durch die Marktprämie. Im Prognosemodell haben wir, was den bilanziellen Ausgleich der energetischen Differenzen angeht, keine Probleme.
Der bilanzielle Ausgleich erfolgt hier ex post, also im Nachgang, nach der Maßnahme, nach der Einspeisung im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung. Das heißt, hier ist Ausfallarbeit gleich die bilanziell ausgeglichene Strommenge. Also das wird einfach im Nachgang gemacht, da gibt es dann eben keine Differenzen. Die Differenzen kann es dann hier im Planwertmodell geben, da hier die bilanziellen Mengen im Vorfeld, also ex ante, auf Basis des kommunizierten und abgestimmten Fahrplans eben ausgeglichen werden. Also der Einsatzverantwortliche bzw. der Anlagenbetreiber erstellt einen Fahrplan, so möchte ich meine Anlage fahren, und bekommt dann eine Redispatch-Maßnahme aufs Auge gedrückt und sagt mir hier, nee, du musst die Anlage ein bisschen runterfahren. Diese Differenz zwischen was ich eigentlich machen wollte, also zwischen dem Fahrplan und der Redispatch-Maßnahme, diese Mengen werden bilanziell vorab ausgeglichen. Nun kann es aber sein, im mittleren Block sind wir halt bei den Einspeiseanlagen, die fluktuierend sein können. Also ein Windpark ist logischerweise abhängig von der Windgeschwindigkeit, von der Windrichtung oder klassisch Photovoltaik von der Solarstrahlung. Das heißt, hier kann man im Vorfeld nicht genau sagen, okay, ich fahre meine Anlage so, dass es genau dahingehend passt, wie die Redispatch-Maßnahme es vorsieht oder wie mein Fahrplan es vorgesehen hat. Das heißt, hier findet dann nochmal eine Differenz zwischen der bilanziell ausgeglichenen Strommenge und der Ausfallarbeit statt. Klingt ein bisschen komplex, ist es leider auch, aber ich hoffe, das wird gleich nochmal bei den nächsten beiden Grafiken ein bisschen deutlicher. Ich wollte es hier nur nochmal in Erinnerung rufen, dass der Ausgleich der energetischen Differenzen bilanziell auch bei einem Fall eben nochmal finanziell auch ausgeglichen wird. Ja, schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Was ist überhaupt die Ausfallarbeit? Wir beginnen mit dem etwas einfacheren Fall, und zwar dem Prognosemodell. Wir haben hier unten auf der X-Achse einen Zeitstrahl. Sagen wir einfach mal, das sind Stunden, Uhrzeiten, 0 Uhr nachts bis 5 Uhr früh. Und hier auf der Y-Achse liegen eine Leistungsskala in Megawattstunden. Angenommen, das ist ein Windpark. So, hier diese schwarze Linie, die bei 25 MW losgeht, um 2 Uhr nachts dann auf 35 MW steigt und dann konstant bleibt. Das ist jetzt der theoretische Fahrplan des Netzbetreibers. Also der sagt, okay, die Windverhältnisse sind so und so morgen. Ich plane, dass hier meine Anlage 25 Megawatt Leistung fährt. Dann zwischen 1 Uhr und 2 Uhr nachts nimmt der Wind zu und danach bleibt er dann bei 35 MW konstant. Das ist also der Fahrplan, den der Netzbetreiber, sagen wir mal, für einen Folgetag vorgesehen hat für einen Windpark. Jetzt kommt hier die Redispatch-Maßnahme dazwischen. Die sagt, nee, Moment, das ist viel zu viel. Bitte fahr die Anlage oder den Windpark für den Tag ab 2 Uhr nachts auf 20 Megawatt runter. Gesagt, getan. Der Netzbetreiber wird die Anlage oder diverse Windräder runterfahren. Das Ganze dauert allerdings eine Stunde. Also die Windräder müssen erstmal gestoppt werden sozusagen, laufen noch ein bisschen weiter. Und die Leistung ist dann erst die Sollleistung um 3 Uhr frühs erreicht und läuft dann konstant weiter. So, das heißt, hier unten dieser graue Block ist im Prinzip das, was die Anlage tatsächlich eingespeist hat, was ganz normal über den Zähler eben ermittelt werden kann. So, einen Tag später hat man dann festgestellt, oh, der Wind, der hat doch ein bisschen zugenommen, der ist nicht konstant geblieben, der ist hier ab 2 Uhr früh noch so leicht stärker geworden. Das ist hier oben diese grüne Linie. Das wäre dann die theoretische Einspeisung. Die tatsächliche Einspeisung ist natürlich schon gelaufen. Die theoretische Einspeisung ist also hier oben der grüne Strich. Und relativ einfach, die Ausfallarbeit ist eben dann die Differenz zwischen der theoretischen Einspeisung und der tatsächlichen Einspeisung. Hier dieses blaue Feld, was wir hier sehen. Im Prognosemodell hat dann diese schwarze Linie, der ursprüngliche Fahrplan, im Prinzip gar keine Bedeutung mehr. Der ist im Prognosemodell erstmal nicht mehr relevant.
Relevant wird er erst wieder im Planwertmodell. Im Prinzip gleiches Bild. Unterschied ist, dass diese schwarze Linie, der Fahrplan, eben im Vorfeld schon eben vom Ansatzverantwortlichen bzw. Anlagenbetreiber erstellt wurde, kommuniziert wurde. Der Einfachheit halber ist das hier eben genau identisch. Er hat das genauso geplant. Der Unterschied ist halt, dass jetzt diese Redispatch-Maßnahme, die wurde ja im Vorfeld auch schon angekündigt. Das heißt, die Differenz zwischen ursprünglichen Fahrplan und Redispatch-Maßnahme, diese Menge wird bilanziell im Vorfeld schon ausgeglichen. Dieser gelbe Kasten, den wir hier sehen. So, gleiches Spiel. Der Tag ist rum. Der Wind hat wieder ein bisschen zugenommen. Das heißt, die bilanziell ausgeglichene Menge ist jetzt nicht unbedingt gleich der Ausfallarbeit. Diese Differenz muss jetzt ermittelt werden. Im Prinzip ist das das kleine blaue Feld, was wir hier oberhalb der schwarzen Linie sehen. Quasi das, wo die Ausfallarbeit, wo mehr Ausfallarbeit angefallen ist, als bilanziell ausgeglichen wurde. Und einmal hier unten das kleine graue Dreieck, was im Prinzip den Zeitraum abdenkt, wo die Anlage runtergefahren wurde. Das wurde bilanziell schon ausgeglichen oder aber quasi zu viel ausgeglichen. So, wenn man jetzt ein bisschen auf diese beiden Dreiecke hier schielt, nehme ich mal an, dass das blaue Dreieck kleiner ist als das graue Dreieck. Das heißt, es wurde sogar zu viel bilanziell ausgeglichen. Also diese Differenz, von der wir hier sprechen, kann sowohl positiv als auch negativ sein. Diese Differenz wird nicht mehr im Nachgang bilanziell ausgeglichen, sondern tatsächlich finanziell. Das ist also ein Teil der Abrechnung für die Ausfallarbeit. Und gleichzeitig ist das, muss man daher berücksichtigen, dass man in diesem Modell, in dem Planwertmodell, viel mehr Mengen, viel mehr Informationen, sei es als Lastgang oder als reine Menge, eben zur Verfügung haben muss, um die Differenzen vernünftig ausrechnen zu können. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt hier die Ausfallarbeit ermittelt. Wir haben die Differenz zwischen Ausfallarbeit und bilanziell ausgeglichener Menge ermittelt. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, woher kriegen wir denn oder wie berechnen wir denn diesen grünen Strich, die theoretische Einspeisung? Da hat der BDW uns in einem Leitfaden auch drei Varianten an die Hand gegeben. Unglücklicherweise, finde ich, heißen die Varianten Abrechnungsvarianten. Für mich sind es im Prinzip eher Berechnungsvarianten. Also die Ausfallarbeit wird ja hier erstmal berechnet. Und die Abrechnung kommt dann eigentlich erst im nächsten Schritt. Ist vielleicht ein bisschen pedantisch, aber als Abrechnungsberater will ich es zumindest mal angesprochen haben. Genau, was gibt es für Abrechnungsvarianten, Berechnungsvarianten? Das erste ist die Spitzabrechnung. Das bedeutet, wir haben gemessene Wetterdaten direkt an der Anlage, die von der Redispatch-Maßnahme betroffen wurde. Vorstellbar ist das eine kleine Wetterstation an eben so einem Windrad, wo ich genau ablesen kann, wie die Windgeschwindigkeiten am Vortag waren und auf deren Basis man eben hochrechnen kann, was eine theoretische Einspeisung gewesen wäre. Wenn man also sich einen großen Windpark vorstellt, ist nicht unbedingt eine Wetterstation an jedem Windrad vorgesehen, könnte ich mir vorstellen, sondern nur an einem Windrad. Dann kann diese Wetterstation, nenne ich es einfach mal, diese standortspezifischen Referenzmesswerte eben für den ganzen Windpark benutzt werden. Das ist natürlich nicht mehr so genau wie eine Station an einem Windrad, aber immer noch sehr realistisch. Das ist hier die zweite Variante, die Spitzabrechnung Light. Wenn man es sich ganz einfach machen will, dann macht man dann eine Pauschalabrechnung. Pauschalabrechnung heißt, wir nehmen einfach den letzten Viertelstundenwert vor der Maßnahme aus dem Lastgang und gehen mit dem einfach linear durch für die gesamte Redispatch-Maßnahme und nimmt das als Ausfallarbeit, als theoretische Einspeisung, nimmt man das dann einfach an. Pauschalabrechnung, wenn ich nochmal zurückspringen darf, wäre quasi dann die schwarze Linie, also hier ist der letzte Viertelstundenwert vor der Maßnahme, der wird im Prinzip einfach durchgezogen und dann wäre hier die grüne Linie und die schwarze Linie wären in dem Fall identisch bei der Pauschalabrechnung.
Genau, dann welches Bilanzierungsmodell und welches Abrechnungsmodell ich nehme, ist pro Anlage, pro Kalenderjahr festzulegen, in Abstimmung mit dem Netzbetreiber. Nichtsdestotrotz hat der Netzbetreiber eben das Erstaufschlagsrecht, die Ausfallarbeit zu bestimmen. Das wird er voraussichtlich nur machen, wenn er sich für die Pauschalabrechnung entscheidet oder wenn die Pauschalabrechnung vereinbart wurde, weil es einfach einfacher ist. Ansonsten gehen wir davon aus, dass die Daten von dem Anlagenbetreiber oder Einsatzverantwortlichen kommen. Dieser hat dann auch das Recht, wenn der Netzbetreiber die Ausfallarbeit berechnet hat, abzulehnen und eben eigene Daten zu liefern. Das ist dann eben im Planwertmodell, kann das eben der Fall sein. Da gibt es eine Frist, Herr Saltenholz hat es erzählt, im Oktober oder ab November dann nächstes Jahr soll es dann damit losgehen. Ich glaube, bis Ende Juni muss das für jede Anlage stehen, also die Entscheidung, welches Bilanzierungsmodell, welches Abrechnungsmodell. Wenn sich da keiner meldet, dann wird das Einfachste genommen, dann wird davon ausgegangen, dass wir das Prognosemodell nehmen mit einer pauschalen Abrechnung. So kommen wir jetzt mit Blick auf die Uhr zu der eigentlichen Abrechnung der Ausfallarbeit. Also wenn ich jetzt alles ermittelt habe, was muss ich denn dann noch dem Anlagenbetreiber in Rechnung stellen oder ihm vergüten, nicht in Rechnung stellen. Zunächst halt die normale Entschädigungszahlung für die entgangenen Einnahmen. Im Prinzip wird da so getan, als hätte es die Redispatch-Maßnahme nie gegeben. Dementsprechend bekommt der Anlagenbetreiber auch das, was er sonst hätte bekommen. In der Regel ist das eben die Marktprämie. Betroffen sind halt hier Anlagen größer 100 kW. Die haben eine Direktvermarktungspflicht. Das heißt, die sind auf jeden Fall in der Marktprämie oder bekommen auf jeden Fall die Marktprämie. Und genau, die wird eben auch für die Ausfallarbeit berechnet. Bei kleineren Anlagen kann es tatsächlich auch sein, dass die auch davon betroffen sind, also Anlagen unter 100 kW. Dann müssen aber die technischen Voraussetzungen geschaffen sein, dass man die auch ja, eben schalten kann, hochfahren kann, runterfahren kann. Da werden auch wieder die modernen Messeinrichtungen bzw. intelligenten Messsysteme vielleicht wieder relevant. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das auf so kleiner Anlagenebene durchgeführt wird. Ja, diese Anlagen unter 100 kW sind eben nicht verpflichtet, den Strom direkt zu vermarkten. Das heißt, hier kann es auch eine normale Einspeisevergütung vorliegen, also eine Vergütung nach EEG. Dann kann der Anlagenbetreiber sich dem Netzbetreiber noch melden und sagen, hier durch die Redispatch-Maßnahme hatte ich aber zusätzliche Aufwendungen. Was kann das sein? Das können Verwaltungs- oder Abrechnungskosten sein, zusätzliche Kosten für das Hochfahren einer Anlage oder zum Beispiel auch zusätzlicher bezogener Strom zur Eigenversorgung. Das ist alles vorstellbar. Ich glaube, wenn so ein Windrad wieder angeschmissen wird, dann muss man das, glaube ich, erst mit dem Motor so ein bisschen betreiben. Also man muss erst Strom investieren, damit das Windrad richtig ausgerichtet ist, erstmal Fahrt aufnimmt. Also diese Kosten für diesen Strom könnte ich mir vorstellen, dass das der Anlagenbetreiber mitteilen kann. Ja, ersparte Aufwendungen, wenn er will, kann er das auch machen, die ersparten Aufwendungen mitteilen. Als Beispiele wurden hier vom BDEW genannt, ersparte Brennstoffkosten, ersparte Zahlungen. Da fehlt mir so ein bisschen eine Fantasie, die ein realistisches Beispiel zu geben. Vielleicht sind Sie da kreativer. Ja, und hier haben wir den Bilanzkreisausgleich, der dann nur beim Planwertmodell greift, wo wir jetzt lange drüber geredet habe. Hier nochmal kurz beschrieben, das ist eben die Differenz zwischen Ausfallarbeit und durch den Netzbetreiber im Bilanzierungsmodell beschaffte Arbeit. Diese wird mit dem ED1 Preisindex bewertet, also ein Börsenpreis, und kann oder muss mit anderen entgangenen Einnahmen, mit anderen entgangenen oder zusätzlichen Einnahmen verrechnet werden. In dem Fall die Marktprämie. Ja, zum Abschluss, welche Herausforderungen stellen sich Ihnen oder auch uns bei der Be- und Abrechnung der Ausfallarbeit? Bei der Berechnung der Ausfallarbeit ist es erstmal interessant oder wichtig, dass wir bis zu 4 Mengen- oder Lastgänge benötigen, um überhaupt ja, eine Mengenermittlung für die Abrechnung zu schaffen.
Im Prognosemodell ist es eigentlich nur die tatsächliche Einspeisung und die theoretische Einspeisung. Im Planet-Modell haben wir halt dann noch den Fahrplan, also was habe ich ursprünglich geplant zu fahren und eben die bilanziell ausgeglichene Menge. Mit diesen Fairmengen kann ich dann eben die Mengen für den Bilanzkreisausgleich berechnen und die Ausfallarbeit. Weitere Frage, die sich momentan die Marktakteure stellen, in welchem System will ich das Ganze berechnen? Passiert das im Leitsystem, in einem EDM-System oder tatsächlich erst in einem Abrechnungssystem oder sogar in einem ganz anderen System? Dann die eigentliche Abrechnung der Ausfallarbeit, die ist im Prinzip abhängig davon, welche Einspeiselösung die einzelnen Netzbetreiber schon bei sich im System haben. Es gibt, soweit ich weiß, immer noch Netzbetreiber, die eben nicht so viele Einspeiseanlagen im Netz haben. Die machen solche Einspeiseabrechnungen manchmal noch in Excel, was völlig legitim ist. Da lohnt sich das nicht, ein komplexes IT-System zu schaffen. Manche haben vielleicht auch die Lösung der SAP im Einsatz. Wir von der ITEMS haben bei den meisten von unseren Kunden eine Eigenlösung im Einsatz, die integriert im Abrechnungssystem ist, in dem Fall im ISU, und dort eben mit Standardmitteln, die trotzdem die komplexe Einspeiseabrechnung inklusive Reporting eben durchführen kann. Ja, wenn man da eine Lösung hat, im Prinzip ist es ja eine Kopie der vorhandenen Einspeiselösung ergänzt um eben diese anderen Abrechnungsbestandteile der ersparten und zusätzlichen Aufwendungen und des Bilanzkreisausgleiches. Und hier ist die gleiche Frage, in welchem System möchte ich das machen? Okay. Das war es dann von meiner Seite. Erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt ist erstmal noch sozusagen live, besteht noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ansonsten der Herr Seidenholz und ich stehen dann auch im Nachgang gerne noch telefonisch, per E-Mail, persönlich eher schlecht in der heutigen Zeit, aber sonst stehen wir da gerne noch für weitere Fragen zur Verfügung. Ja, Marc, ganz herzlichen Dank. Danke für deinen Vortrag. Ich denke, das war jetzt mal so die operativ-praktische Seite von dem Thema, was Herr Seidenholz eben dann in der Theorie und auch sag mal, von der Herleitung, von der Beschlusskammer bis hin zum Unternehmen dargestellt hat. Gibt es weitere Fragen aus dem Kreis der Teilnehmer? Wir haben hier eine Frage, die zielt nochmal auf die CLS-Schaltboxen ab und da wird angemerkt, dass die ja nur mit Relais ausgestattet sind. Herr Seidenholz. Da müssten Sie jetzt die Frage nochmal konkretisieren. Die Schaltboxen sind mit Relais ausgestattet. Also vorher war ja die Frage, wie ist das mit CLS und der stufenlosen Regelung? Ja. Und da kam dann noch eine Nachbemerkung, die CLS-Schaltboxen sind doch nur mit Relais ausgestattet. Ja, dann kann man es nicht stufenlos schalten, das ist richtig, wenn es eine Relais-Schaltbox ist. Sehen Sie es mir nach, ich bin auf der technischen Ausgestaltung der Schaltboxen jetzt nicht so vertraut. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es da eine stufenlose Möglichkeit gibt und wir eine CLS-Schaltbox auch ohne Relais finden und das dementsprechend machen. Ansonsten ist es in der Tat, über ein Relais sind dann Stufen festgelegt, wie man es einschaltet. Das mag sein, das würde ich im Nachgang nochmal bei mir vertiefen. Gibt es weitere Fragen aus dem Teilnehmerkreis? Ja, das nicht. Der Fall. Marc, kannst du vielleicht aus der praktischen Abrechnungserfahrung vielleicht noch den einen oder anderen Tipp mitgeben, worauf man speziell achten sollte bei eben auch Umsetzung oder Einrichtung der Umsetzung der neuen Verordnung bzw. Anforderungen? Gibt es da so die ersten Fallstricke, wo du sagst, wenn ihr euch da nähert? Dann Achtung. Ja, also die erste Frage, die habe ich eben eigentlich gerade schon in den Herausforderungen dargestellt. Die erste Frage ist erstmal, in welchem System will ich überhaupt die ganzen Mengen ermitteln? Also ist das tatsächlich in der Leitstelle, die dann schließlich auch die Maßnahmen durchführen, ob die überhaupt ausgereift sind dafür, solche Berechnungen dann der Ausfallarbeit zum Beispiel
durchzuführen? Kann das System? Wenn nein, welches System macht es denn dann? Macht es dann vielleicht doch das EDM-System, oder wirklich erst das Abrechnungssystem? Das ist halt die erste große Herausforderung, denke ich, womit die Netzbetreiber sich beschäftigen müssen. In welchem System will ich das Ganze denn steuern, dokumentieren und auch ja, kommunizieren natürlich auch. Das ist natürlich auch mal die große Frage mit dem Datenaustausch. Also da sind einige Fallstricke noch auf dem Weg. Auch es ist ja eine sportliche Ziellinie gesetzt worden für Oktober nächsten Jahres. Da können wir nur hoffen, dass das noch mal ein bisschen geschoben wird. Aber so die erste Herausforderung, denke ich mal, ist überhaupt erstmal Klarheit zu bekommen, in welchem System will ich jetzt was machen. Zumindest ist das das, was unsere Kunden gerade, was wir unseren Kunden mit auf den Weg gegeben haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es in einem System alles abgebildet werden kann, sondern dass wir ganz viele unterschiedliche Systeme ertüchtigen müssen, vom Abrechnungssystem, EDM, Prognose, vielleicht noch eine Integration zur Leitstelle. Das ist eine sehr komplexe Aufgabenstellung. Ja, das kann passieren, genau. Hier habe ich noch eine Frage. Gibt es tatsächlich eine Itemslösung zur Abrechnung von Abschaltvorgängen und welches Werk setzt sie ein? Nein, also eine Lösung haben wir da nicht, einfach weil bisher noch keine Anlagen davon betroffen worden sind. Ich kenne bei unseren Netzbetreibern oder bei unseren Kunden, die Netzbetreiber sind, gibt es natürlich auch ein paar Kraftwerke, die tatsächlich schon mal von einer Redispatch-Maßnahme, also Redispatch 1.0 sozusagen, betroffen gewesen sein könnten. Dann ist das aber zumindest an uns vorbeigegangen oder ist auch nicht im Abrechnungssystem abgebildet worden. Das wird ja jetzt erst viel spannender, wenn wirklich auch kleinere Anlagen ab 100 kW jetzt davon betroffen sind, weil dann hat es wirklich Auswirkungen auf unsere konkrete Abrechnung. Ich hatte es eben schon anklingen lassen, zumindest die Kunden, die jetzt unsere hauseigene, sage ich jetzt mal, Abrechnungslösung und Reportinglösung im Einspeisebereich haben, da haben wir schon die ersten Ideen, werden quasi unsere Einspeiselösung spiegeln oder kopieren. Spiegeln, dann ist ja alles ein bisschen andersrum. Kopieren trifft, glaube ich, besser. Denn wer schon mal mit Einspeiseabrechnung zu tun hat, der weiß, dass das ganz schnell komplex werden kann. Mit 1000 Sonderfällen, mit verringerter Vergütung. Und deswegen werden wir einfach unsere bestehende Lösung, so wie sie ist, so wie sie funktioniert, kopieren und dort eben die Abrechnungsbestandteile, die jetzt noch zusätzlich hinzukommen, ergänzen. Und dann sollte das zumindest abrechnungstechnisch im Abrechnungssystem schon mal funktionieren. Für das, was da vorkommt, haben wir tatsächlich jetzt noch keine Lösung. Da sind wir aber intern auch schon am Brainstormen, wie wir da am besten vorankommen. Ja, prima. Ja, gibt es weitere Fragen? Offensichtlich nicht. Wir haben eine sehr konstante Zuhörerzahl gehabt. Wir haben angeregte Fragen gehabt. Das zeigt, dass das Thema, was jetzt der Branche als dickes Brett bevorsteht, sehr interessant ist. Und das zeigt aber auch, dass der Vortrag von Ihnen, Herr Saldenholz, und von dir, Marc, sehr interessant war mit vielen Informationen. Weitere Informationen können natürlich im Nachgang abgefragt werden. Wer jetzt vielleicht nicht dazu gekommen ist, seine Frage zu stellen, der darf das gerne im Nachgang machen. Da stehen wir zur Verfügung. Sie haben die Kontaktdaten auch vielleicht über die Einladung bekommen. Und ja, da freue ich mich, wenn vielleicht im Nachgang noch Gespräche zustande kommen. Erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Saldenholz, für Ihren Vortrag, Ihren Beitrag hier zu unserer ersten Items Forum Digital Session im Rahmen Energy Weeks und zum Thema Redispatch. Marc, ganz herzlichen Dank für deinen Vortrag und ja, an die Teilnehmer gewandt, ganz herzlichen Dank fürs Interesse an der ersten von 6 Energy Weeks Digital Sessions. Kleiner Werbeblock. Am 17.11. geht es weiter mit den nächsten Herausforderungen, nämlich die der EEG-Novelle 2021. Und da freue ich mich wiederum auf meinen Kollegen Marc Dobe mit dann unserem Kollegen Marc Linnemann, die da etwas Licht ins Dunkel bringen
was die EEG-Novelle 2021 bringen wird. Wie anfangs angekündigt, werden wir das oder haben wir das die Digitalsession jetzt aufgezeichnet und werden auch im Nachgang die Unterlagen zur Verfügung stellen. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank in die Runde und ich freue mich, Sie alle zu begrüßen, wenn wir am nächsten Dienstag 15 Uhr wieder sagen, es ist Energy Weeks Time und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist nicht Alexander Sommer, wie es da steht, sondern Andreas Müller und damit verbleibe ich mit den besten Grüßen. Bleiben Sie alle gesund und bis zur nächsten Woche. Dankeschön.